Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Verlosche-Kanal. Und zwar nach der letzten Folge sind wir jetzt minimal vor diesen beiden Teams hier, vor den Suns und den Kings. Die Clippers und die Timberwolves sind noch eine kleine Gefahr oder ja, vier Spiele sind wir vor denen, also eher eine kleinere Gefahr. Aber immer noch eine Gefahr. Dementsprechend simulieren wir heute natürlich weiter und schauen mal, inwiefern wir gegen eins dieser Teams hier spielen müssen, vielleicht sogar noch. Wir haben nämlich die Clippers, die Kings und die Suns demnächst noch. Und je nachdem, wie sich das halt verhält, will ich dann eben noch ein Spiel machen. Sollte es sich gut verhalten, simulieren wir dann natürlich durch gegen, bis zu Philly durch. Und jetzt hier gegen die Mavericks. Ja, es sieht nicht gut aus. Blowout gegen die Mavericks. Lillard eigentlich ganz stabil, aber ja, auch Love gar nicht mal so schlecht. Aber einfach viel zu wenig Punkte erzielt. Hier sieht man eben Porzingis 36, Markuda 28, Doncic fast ein Triple-Double. Leider verloren gegen die Mavericks, jetzt hier gegen die Sixers. Dann will ich euch noch eine Sache sagen, bevor wir jetzt zum Sixers-Spiel gleich, bevor ich jetzt auf Simulieren drücke. Und zwar bald fängt ja die Offseason an. Es kann natürlich jetzt sein, dass die Offseason schon schneller kommt, weil wir vielleicht nicht in die Playoffs kommen. Ich denke mal, wir kommen in die Playoffs, aber falls nicht. Ihr wisst ja, ich produziere immer vor. Ja, ich mache nun mal kein Homeoffice. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich arbeite in der Regel körperlich. Ich habe gerade zum Glück ein bisschen Urlaub und so weiter. Das ist deswegen ein bisschen mehr Freizeit. Aber ihr wisst, ich produziere immer vor. Und dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, mir einmal bei Instagram zu folgen. Weil gerade so Off-Season-Sachen frage ich dann einfach in Insta-Stories. Ey, was denkt ihr? Ich erinnere mich zum Beispiel bei Sabonis und Turner. Wem soll ich davon zuerst traden? Und da könnt ihr dann immer abstimmen, könnt eben eure Meinung dalassen und dann anhand der Abstimmungen kann ich dann entscheiden, wenn ich mir mal unsicher bin. Deswegen, das wollte ich nur einmal anmerken. Und ja, jetzt auch hier genug Werbung gemacht. Ich springe jetzt mal in die Simulation, hab hier schon drauf gedrückt. Und hier sehen wir gegen die Sixers auch wieder. Ha. Wir sind zwar irgendwie dran, aber naja. Ah, am Ende auch sehr, sehr deutlich. Letztes Viertel schon wieder eine Katastrophe. Oh nein, Bradley Beal ist verletzt. Schauen wir gleich, was er hat. Ja, Lillard heute mal mit einer Off-Night, kann mal passieren. Oh, Bradley Beal, was hast du? Eingeklemmter Nerv im Hals, okay, nur kurzfristiges Zeug. Zwei Niederlagen jetzt aber hintereinander. Wir behalten mal die Rotation erstmal so bei, das ist nicht ganz so schlimm. Jetzt gegen die Pacers. Wir dürfen natürlich jetzt keine Niederlagenserie erleiden, weil sonst wird es halt extrem bitter. Boah, das ist noch eng, aber wir sind leicht vorne. Wollte ich sagen, aber das letzte Viertel. Also warum ist das letzte Viertel jedes Mal so scheiße? Ja, Lillard, 16 Punkte. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Jetzt Love. Lillard ist echt super, ist ein Megaspieler, aber der schwankt zu sehr zwischen MVP und, ja, keine Ahnung, und Durchschnitt. Ich meine, bei den Pacers hat auch keiner krass gescored. Ist ja auch ein mega Low-Scoring-Gamer. Wir verlieren einfach drei Spiele hintereinander. Boah, was bedeutet das? Wir sind nicht mehr Sechster. Das heißt, Stand jetzt sind wir Siebter. Okay. Aber Timberwolves ist sehr nah dran. Clippers sind eher schon draußen, würde ich fast schon sagen. Das sind, obwohl drei Spiele, wenn wir jetzt so weiter verlieren. Aber ich sag mal, Clippers sehr, sehr wenig Chancen. Aber die beiden wollen ja auch noch vorankommen. Und momentan würden wir gegen San Antonio spielen. Ja, nicht so angenehm, ne? Gegen die San Antonio Spurs zu spielen. Die haben immerhin auch den einen oder anderen Topstars. Ah, Paul George, Tatum, Murray. Boah, drei Spieler mit einer 90. Derrickson Graham, Valanciunas, Walker, Samardzic. Wow, die haben einen mega breiten Kader. Schwieriger Gegner. Falls wir überhaupt in die Playoffs kommen. Das ist nämlich die nächste Frage. Ja, Beal kann weiterhin so bleiben. Jetzt hier gegen die Warriors. Ah, das darf. Ja, nein. Eng. Eng, eng. Sieht gut aus, auch wenn es noch eng ist. Ah, ich sehe schon das letzte Viertel auf uns kommen. Ich sehe schon das letzte Viertel. Das ist. Ach, Marker, Jungs, kommt schon. Jawohl, endlich mal gegengesträubt. Ah. Das gibt's nicht, alter Overtime. Dieses letzte Viertel verlieren wir einfach durchgehend, auch wenn die Overtime jetzt super ist. Die Overtime rettet uns den Arsch, ey. Und der Mann hier, Lillard, weil er komplett wieder performt, ey. 47, 8 und 6. Drei Steals auch noch.
Also wenn Damian Lillard nicht wäre, dann wären wir die Portland Trailblazers einfach kein Playoff-Team. Das muss man mal so sagen. Ja, gegen die Clippers, wenn wir das gewinnen, sind die Clippers definitiv raus. Wenn wir es verlieren, geben wir denen natürlich noch mal ein bisschen Hoffnung, ne? Erstes Viertel klar gewonnen. Zweites auch für uns entschieden. Sieht super aus. Wenn man jetzt nicht das letzte Viertel hart verkackt, aber nein, machen wir nicht. So, da reichen auch mal 21 Punkte von Lillard. Sehr schön. Damit müssten wir doch schon fast in den Playoffs sein. Schröder übrigens, was macht der? Ja, 21,3 Punkte, immer noch richtig stark. Auch viele, viele Assists. Also, der hat sich echt gemacht, der Schröder. Ah, die Clippers, die Clippers, die Clippers. Sind damit auf jeden Fall draußen. Boah, wir sind knapp hinter den Suns. Ja, die T-Wolves haben eigentlich. Ja, noch haben sie eine Chance, wenn sie alle Spiele gewinnen. Aber wir brauchen eigentlich nur einen Sieg, glaube ich, oder? Wir gehen mal vor bis zu den Kings. Es müsste doch schon fast reichen, wenn die jetzt nochmal verloren haben hier irgendwo. Ja, gut, wir müssen gegen die Kings erstmal ran. Sieg wäre wichtig. Mit einer Niederlage könnten wir nämlich einen abrutschen und dann wären auch die Houston Rockets in der ersten Runde wäre dann boah, sehr, sehr unangenehm, sage ich mal. Ah, es ist noch eng und ich habe Angst ums letzte Viertel. Es sieht gut aus. Sehr schön. Ja, weil Lillard liefert 37 und 11 Assists. Also Lillard ist unser Mann. Es sieht doch sehr gut aus. Waiters und Co. Nun gut. Wir müssten damit doch jetzt durch sein, oder? Ja, wir sind in den Playoffs. Sehr schön. Boah, die Timberwolves können tatsächlich die Kings noch einholen. Also die ersten sieben Teams stehen fest. Oh, wir können gegen die Suns, wenn wir gewinnen gleich gegen die Suns, können wir sogar noch einen hochrutschen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie. Dann können wir gegen New Orleans spielen. Aber das wäre mir deutlich lieber als die San Antonio Spurs. Die haben zwar auch kein schlechtes Team mit Ball, Walker, Harris, Zion vor allen Dingen und Maxey. Aber es wäre mir deutlich lieber. Boah, jetzt gewinnt gegen die Suns, Jungs. Kommt schon. Um diesen einen Seed noch nach oben zu klettern. Ich weiß gar nicht, wie dieses direkte Duell aussieht. Aber das wird nichts, ne? Keine Chance. Die Suns zementieren ihren Platz absolut. Auch wenn Lillard 30 macht und Beal sogar 30 droppt. Lauf eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber insgesamt in der Teamleistung nicht gut genug. Das heißt, wir spielen gegen die Spurs in den Playoffs. Nun gut, nun gut, nun gut. Ja gut, das letzte Spiel können wir jetzt auch noch kurz simulieren. Dann sehen wir uns gleich mal die ganzen Award-Leute, Kandidaten an. Jetzt eigentlich schon fast irrelevant, was wir hier machen. Gewinnen das oder verlieren wir es noch? Verlieren das Spiel. Nun gut, ich denke jetzt alles nicht ganz so wichtig und wir springen mal weiter. Ich bin gespannt. Es ist Antetokounmpo. Es ist Giannis Antetokounmpo zum vierten Mal. In 5 Jahren übrigens, wenn ich mich nicht irre. Wir gehen kurz. Bisher, ja, hier. 2019, 20, 21 und 23. Nur einmal von Kyrie Irvine unterbrochen. Und da muss man fast schon fragen. Er ist ja auch siebenmal hintereinander All-Star. Klar, man, die Goat-Debatte, ne? Kann man bei ihm leider nicht aufmachen, weil er halt keinen Titel gewonnen hat. Er ist 28 Jahre alt, ist ein absoluter, er ist auf jeden Fall eine Legende schon in der NBA, gerade hier im Spiel so. Boah, also er ist halt in so einem scheiß Bucks-Teams, dass ich glaube, der könnte am Ende echt ohne Titel dastehen. Antetokounmpo hätte das Potenzial eigentlich so in diese GOAT-Debatte mal so ein bisschen reinzuschnüffeln, aber ohne Titel hast du dazu halt überhaupt keine Chance und selbst ein Titel reicht halt nicht. Aber vielleicht wird er irgendwann der Regular Season Goat, denn wenn er so weitermacht, dann wird er noch zwei, drei weitere holen. Julian Johnson übrigens, Rookie of the Year. Übrigens auch nochmal hier die Stats habt ihr natürlich gesehen bei Antetokounmpo, ne? Ihr seht es ja, 32,2 Punkte, 13,4 Rebounds, 5,7 Assists, fast zwei Steals mit 1,9, 2,3 Blocks, Feldwurfquote von 62%, Freiwurfquote 73% und Dreier 31%. Monster, Monster, Monster. Julian Jones von den Washington Wizards ist Rookie of the Year. Die Statline seht ihr ja auch.
Punkte, 11,2, macht immerhin 4 Rebounds, 5,8 Assists, 2 Steals und 1,3 Blocks. Das ist stark als Center, als Point Guard. Ist 1,91 auch nur, deswegen sind die 1,3 Blocks umso krasser. Feldwurfquote fast 50%, Freiwürfe überragend, aber die Dreier sind sehr schlecht. Für einen Point Guard der heutigen Zeit sind 29%, das ist eine Katastrophe eigentlich. Sixth Man of the Year ist er zum zweiten Mal, glaube ich, ja, hintereinander. John Wall, 14,8 Punkte, 1,6 Rebounds, 5,8 Assists, 1,3 Steals, 0,4 Blocks, Feldwurfquoten. Seht ihr auch, die Dreier ist ja halt auch nicht ganz so stark. Funny, die Freiwürfe sind echt schwach für einen Point Guard, aber nun gut. Es wurde nicht Rudy Gobert. Oh, kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. Also, er ist Defensive Player of the Year zum, er ist zum dritten Mal übrigens MVP und Defensive Player hintereinander geworden. Also, das ist absolut legendär. Ich würde ihn aber eigentlich, sage ich euch ganz ehrlich, gerne überstimmen. Aufgrund dieses Mannes hier. Ich mache es nicht. Es wurde so gewählt. Okay. Wo ist denn der? Wo ist Rudy Gobert? Also wie zum Teufel kann dieser Mann hier nicht Sixth Man of the Year werden? Also gucken wir uns das an. 16,8 Rebounds und 3,4 Blocks. 0,7 Steals. Okay. Wie viele Spiele hat der gemacht? 72. Also wie kann das nicht Rudy Gobert werden? Ich werde ihn nicht überstimmen, aber für mich ist es eigentlich Rudy Gobert. Hier hat wahrscheinlich der Name Antetokounmpo gewonnen. Klar, er hat eine höhere Stilrate, aber Gobert hat über 3 Rebounds mehr als er und nochmal über einen Block mehr. Boah. Fader Beigeschmack, aber gut. Antetokounmpo, dreifacher MVP und Defensive Player of the Year gemeinsam. Und einmal ja noch so MVP geworden. Und die Portland Trailblazers haben tatsächlich auch noch was zu jubeln. Robin Outlaw, 12,7 Punkte, 8,8 Rebounds am Ende nur in Anführungsstrichen. Love hat ihn dann natürlich viele Rebounds geklaut. 1,4 Assists, 0,8 Steals und 1,2 Blocks. Man kann sich auch die Steigerung klar ansehen. Hier verdoppelte Punktanzahl. Rebounds, ja, mehr als verdoppelt. Assists verdreifacht und bei den Steals auch richtig stark, hier auch mehr als verdoppelt, bei dem Block sogar vervierfacht. Also zahlentechnisch klar, Feldwurfquote etwas nach unten gegangen, ist ja aber auch klar bei den mehr Versuchen, die er jetzt hat. Hat ja unter anderem auch seine Dreierquote klar verbessert. Freiwurfquote und halt die Minuten natürlich auch extrem. Ich glaube, der hat sogar alle Spiele mitgemacht, oder? Ne, 73. War dann wahrscheinlich doch irgendwann mal verletzt. Ach, hier ist gestartete Spiele. Ups, hier. Gespielte 73 tatsächlich. Also jedes Spiel, das er gemacht hat, hat er auch noch gestartet. Sehr schön. Und Kenny Atkinson von den Nets, mal wieder Coach of the Year. Die sind halt Erster geworden. Ja, das auf jeden Fall zu den Awards. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch findet, dass MVP ist er natürlich Antetokounmpo, aber Defensive Player of the Year. Das würde mich echt interessieren. Was sagt ihr? Wer hätte es da verdient? Oh, Stephen und Doncic, Antetokounmpo, Zion und Embiid. Hier jetzt mal die All-NBA-Teams. Könnt ihr euch ja hier mal angucken. LeBron James auch immer noch mit dabei. Auch Monster. Der ist übrigens auch, wenn man das anguckt, 19 Mal müsste es jetzt gewesen sein. Genau hier. Hier unten. Ja, hier. Alles gut. 19 Mal hintereinander. All-Star. Ich habe das letztens mal gegoogelt. Er hat jetzt Kareem Abdul-Jabbar überholt. Beziehungsweise mit ihm gleichgezogen. Der wurde auch 19 Mal hintereinander. Das heißt, wenn LeBron noch ein Jahr All-Star wird, ist er auch dort alleiniger Spitzenreiter. Es ist echt krank, einfach so zwei Dekaden so zu dominieren. Das ist echt krass. Und Lillard ist nicht mit im All-NBA-Team? Ah, come on. Also, Lillard nicht in ein All-First-NBA-Team kann man ja noch verstehen, weil Doncic echt krank. Warum ist aber dann Kyrie nicht hier mit dabei? Warum? Boah, kann ich nicht verstehen. Curry, okay, krank. 30,8 und 10,4 Assists. Krank. Kyrie aber. Hat 31, Alter. Second finde ich schon hart. Hätte ich Doncic hervorgezogen. Aber warum ist bitte Lillard die Angelo Russell? Das ist doch nicht deren Ernst. Klar, D'Lo hat bessere Assists-Anzahl, aber Lillard hat mehr Punkte. Das kann nicht deren Ernst sein, dass Lillard nicht im Team ist und dafür D'Angelo Russell.
Ah, da fühle ich mich jetzt ganz schön übergangen. Javon Cage absolut verdient dabei auch kranker Typ, Alter. 29,3 Punkte. Boah. Nee, das geht nicht klar. Russell raus, dafür muss Lillard mit dabei sein. Jaylen Brown. Nun gut. Und hier haben wir die Begegnungen. Die Sacramento Kings sind doch echt rausgefallen. Vollidioten. Die sind echt noch rausgefallen. Oh mein Gott. Die sind echt noch rausgefallen. Die Kings. Das tut weh. Übrigens Oklahoma letzter. Habt ihr mal jetzt eben die Standings gesehen? Cleveland, Knicks, ja, die Bulls und Wizards, ey, warum sind die auf einmal so weit oben? Oh, Milwaukee auch gerade so in den Playoffs, das muss man sich vorstellen. Antetokounmpo, der vierfache MVP, ne? Warum ist er eigentlich MVP geworden, wenn sie Achter sind? Das ist doch Bullshit. Warum wird denn der MVP, dann hätte ich den wieder Kyrie gegeben. Ey, das kann mir doch nicht erzählen, dass Antetokounmpo als Achter MVP wird. Klar, seine Stats sind gestört von einem anderen Planeten. 32, 2, 13, 4, 5, 7 Rebounds, Assists meine ich. Und mit der Blockanzahl, das ist alles krank. Aber wenn, boah, das ist echt eine harte Entscheidung. Wenn man überlegt, dass eben Kyrie auch kranke Stats auflegt. Boah, da hätte ich eher Kyrie den MVP-Titel gegeben, wenn ich ganz ehrlich bin. Da hätte ich lieber Kyrie wieder den Titel gegeben. Auf jeden Fall sehr diskutable Entscheidungen. Aber ich sag mal so, Kyrie wird sich dafür rächen können, denn die Bucks haben keine Chance gegen die Nets. Wir können uns das ja mal angucken. Ich gebe einfach mal meine kleinen Predictions ab hier so. Houston gegen Timberwolves, klares Ding für Houston. Sage ich sogar Sweep Houston. Spurs gegen Golden State. Enges Spiel. Schwierig, einen Sieger auszumachen, aber ich sag mal, in 6 setzen sich am Ende die Warriors durch. Dallas, Phoenix, klares Ding, 4-1 Dallas. Wir gegen Zion Williamson und Co. Ich glaube, wir setzen uns durch in 6 Spielen. In 6 oder 7. Wir packen das. Nets gegen Milwaukee. Ich sag 4-1, weil Antetokounmpo irgendwie ein Spiel an sich reißen kann. Aber ich glaube nicht, dass du mit diesem Nets-Team, was du da halt momentan hast, mit diesen Bucks-Teams. Also guckt euch das an. Gray, Batum, Crowder, Antetokounmpo und Biyombo. Von der Bank kommt auch nichts mega Starkes, also. Nee. Und dann hast du die Nets dagegen. Kyrie, Green, Durant, John, Allen, Dinwiddie, Noel, Prince, D. Rose auch noch von der Bank theoretisch. Die Nets in 4 bis 5 Spielen. Toronto gegen Philly, schwieriger einzuschätzen. Ja, wobei Toronto natürlich auch vor allen Dingen von diesem Mann hier lebt, von Siakam. Da denke ich schon, dass die hier stärker sind, die 76ers. Ich sag mal, in 4 oder, 4 sag ich, in 5 oder 6 Spielen setze ich die Sixers durch. Boston gegen Atlanta. Eigentlich sind die Boston, müssen doch stärker sein. Enges Duell wird das aber. Ich sag mal so, hier wird es bis in 7 gehen. Und da können sich beide durchsetzen. Ich gebe eher mit Boston. Und dann Charlotte gegen, tja, gegen die Orlando Magics. Charlotte eben mit dem Mann hier, Javon Cage. Boah, hab schon ein krasses Team. PJ Washington von der Bank aus. Moritz Wagner, Zaire Smith, Beverly und Co. Die Magics haben auch kein schlechtes Team. Viele Hustler wie Marcus Smart oder Randle. Boah, ist auch gar nicht mal so schlecht. Nassir Little ja auch unter anderem. Ja, muss ich sagen, wird ein enges Ding. Ich denke aber, Charlotte Hornets setzt sich in 6 durch. Wir müssen auch mal jetzt nochmal gucken. Scouting Stand jetzt hätten wir eben den Verne Daytona. Aber unsere beiden Picks, muss man sagen, haben echt an Wert verloren, weil sowohl die Bulls als die Wizards auch besser wurden. Das ist bitter. Ich bin aber bereit, sollte ich nicht auf Platz 1 kommen, bin ich bereit, jeden Pick zu opfern, um Verne Daytona zu kriegen. Ich will den haben. Der Typ hat eine 85. Der Typ ist der krankeste Rookie seit Zion Williamson, den muss ich mir holen. Aber nun gut. Ist schon auf 12 ist gestellt. Spiel starten, wir gucken mal. Das wird auf jeden Fall unser nächster Gegner. Lonzo Ball, Nickeil Alexander-Walker, Tobias Harris, Ex-Spieler von uns, Zion Williamson, Jarrett Macey.
monströses Team auf jeden Fall. Ein vor allen Dingen sein wird uns richtig Probleme machen. Ein geiles Team. Es wird schwer, sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe aber Bock auf diese Playoff-Serie. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie viel Bock habt ihr? Was denkt ihr übrigens auch? Wie wird das Ganze hier ausgehen? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne die Prediction rein hier schon mal unter dieses Video. Was ihr denkt, wie dieses Duell ausgehen wird. Sagt ihr, wir gewinnen in 6. Sagt ihr, die Pelicans rasieren uns komplett in 4 bis 5 Spielen. Was ist eure Meinung? Vergesst mir nicht auf Insta zu folgen. Euer Veloce meldet sich ab. Vergisst natürlich auch das Abonnieren nicht. Und bye bye.